Hallo liebe Brettspielgeeks und frohen Nikolaustag euch allen. Ja, und zwar ist heute Nikolaus, also habe ich auch die Weihnachtsmütze wieder an. Und ich komme heute mit euch mit einem besonderen Thema, und zwar Heiligabend. Und zwar will ich euch heute verraten, was wir mit Walli und Herbert Heiligabend spielen wollen oder auch werden. Und da seid ihr auch direkt gefragt, ja, in die Kommentare, was werdet ihr denn Heiligabend spielen wollen? Was setzt ihr euch da vor? Nehmt ihr so eine feste Spiele mit? Oder sagt ihr einfach spontan, wir holen was aus dem Schrank? Ich fange einfach mal an, weil Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man viel mit der Familie spielt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir treffen uns halt mit vielen Verwandten und so weiter und so fort. Und deshalb nehme ich auch mit Walli immer Spiele mit, die was leichter sind. Und das erste Spiel, was ich euch da sagen möchte, was ich immer mitnehmen werde und was wir mit Walli auch mitnehmen werden zu den ganzen Verwandtschafts-Weihnachtsfeiern, ist Zug um Zug Europa. Damit haben wir schon letztes Jahr angefangen, das mitzunehmen, und es hat sehr gut geklappt, weil es halt nicht gemein ist. Okay, man kann so irgendwie die Zugstrecke bei dem anderen wegnehmen und so weiter und so fort, aber dieses In Your Face existiert in diesem Spiel nicht so sehr, und jeder baut so seine Zugstrecke und man muss nur Karten ziehen oder ausspielen und es damit ganz einfach zu machen. Das nächste Spiel, das wir mitnehmen werden, ist Sushi Go. Erstens ist es super klein, oder Sushi Go Party, wenn ihr es habt. Wir haben jetzt nur Sushi Go gerade. Warum nehmen wir Sushi Go mit? Was mögen wir daran? Erstens das Thema, ja. Weihnachten geht so viel um Essen, ja. Also, beziehungsweise es geht nicht darum, aber man isst sehr viel. Und da hat man so ein schönes Sushi-Thema und das begeistert eigentlich auch die meisten Verwandten, sage ich jetzt mal. Also Essen als Thema mögen irgendwie alle. Und das Spiel hat dieses Card-Drafting, was sehr entspannt ist und auch sehr viel Interaktion hat. Ja, ich guck, was die anderen so sammeln und gib das dann weiter und zieh was und immer so weiter und so fort. Und deshalb spielen wir Sushi Go auch sehr gerne, und weil es halt sehr schnell aufgebaut ist, also weniger als eine Minute, und dann ist es auch schnell gespielt. Und dann spielt man direkt noch eine Runde und noch eine Runde und muss nicht die ganze Zeit Regeln erklären. Und wenn man irgendwie schlecht war beim ersten Mal, hat man beim zweiten Mal die Chance, alles wieder gut zu machen. Deshalb ist Sushi Go so das Spiel, das wir immer dabei haben werden und auf der Weihnachtsfeier auch mitnehmen. Das nächste Spiel, und zwar wenn so die Familienfeiern so langsam zu Ende gehen oder so und ich dann etwas Zeit habe mit Walli, Paul und Herbert und so weiter und so fort, also mit denen zu spielen, mit denen ich auch regelmäßig spiele, dann kommen dann natürlich schon ein bisschen anspruchsvollere Spiele auf den Tisch. Aber mir ist es auch wichtig, dass ich Heiligabend was spiele, was ich auch schon kenne. Ja, selbst wenn dann unter dem Tannenbaum ein neues Spiel liegt, ja, sagen wir jetzt, keine Ahnung, Star Wars Rebellion, was weiß ich, was man sich zu Weihnachten wünscht, und es liegt dann da, dann werde ich trotzdem Heiligabend es nicht spielen, weil ich will jetzt Heiligabend ein Spiel spielen, wo ich nicht die Regeln lernen muss, wo alle am Tisch die Regeln können, wo ich nichts erklären muss, und dann legen wir los. So war es bei uns zum Beispiel letztes Jahr, die Zwerge. Da haben wir am Anfang haben wir so leichtere Spiele gespielt, dann haben wir die Zwerge gespielt. Das ist jetzt auch nicht besonders schwer, die Regeln zu verstehen. Und dann haben wir das einfach die ganze Zeit gespielt und danach haben wir noch Cold Express und so weiter gespielt. Also ihr seht, so Spiele, die man eigentlich auch schnell kann. Dieses Mal will ich aber auch dann abends zum Beispiel Blood Rage spielen. So ein Spiel, wo jeder die Regeln kann, wo man es einfach hinstellt und dann geht es direkt los, und das macht übertrieben viel Spaß und dauert nicht zu lange, das Ganze aufzubauen. Das ist mir auch wichtig, weil ich würde eigentlich auch ein Twilight Imperium, also eigentlich spiele ich es immer in den Winterferien, das wird aber Heiligabend nichts. So, deshalb jetzt die Spiele, die wir spielen werden, wenn wir dann unter uns Kennern sind, unter uns Brettspielern, ist zum einen natürlich Blood Rage, weil Blood Rage, ich finde es richtig cool, wir haben jetzt noch unsere Figuren bemalen lassen. Jetzt sieht das Ganze noch krasser aus. Ja, jetzt sind die nicht nur grau, jetzt sehen die richtig gut aus. Und ich würde das gerne lernen, Figuren anzumalen, aber ich bin sehr schlecht in Malen. Meine erste Kunstnote zum Beispiel in der Schule war eine 0. Weil mein Kunstlehrer sagte, Christopher, du malst so schlecht, ich möchte dein Bild gar nicht bewerten. Deshalb, wenn ihr malen könnt, Figuren bemalen könnt, dann ist das ziemlich cool, also dass ihr das könnt. Ich würde das auch sehr gerne als Hobby machen, aber ich glaube, ich werde da alle Figuren nur verunstalten. Deshalb Blood Rage, ihr wisst, ich mag Card Drafting, ja, Sushi Go, und dann kämpfen mit coolen Figuren. Das ist eigentlich ein schönes Spiel, womit ich meinen Abend verbringen möchte. Das nächste Spiel ist dann, was ich gerade schon gesagt habe, Cold Express. Passt jetzt zwar nicht zu diesen Kenner-Sachen hinein, aber ich werde es nicht mit Familien spielen. Es ist zwar ein sehr gutes Spiel, das in Familien funktioniert, aber man muss dann immer auch ein bisschen gucken, wie die Verwandtschaft so drauf ist. Nicht jeder
spielt ja Brettspiele und nicht jeder kann bei Brettspielen verlieren. Und bei Court Express, da hat man schon sehr stark dieses Gefühl, ich verliere gerade, ich werde von jemandem geboxt, jemand klaut mir mein Geld. Und deshalb werde ich Court Express da, glaube ich, nicht in bestimmten Kreisen spielen, aber so mit meiner Brettspielrunde finde ich es echt toll, besonders zu Heiligabend, weil es so wieder was aufgebaut ist und es ist leicht und es macht Spaß und ich finde es einfach gut. Plus dazu habe ich Call Express letztes Mal zu Weihnachten gespielt und ich bin so ein Typ, ich mag so Nostalgie-Sachen. Was wir noch Heiligabend spielen werden, weiß ich jetzt schon, beziehungsweise was ich unbedingt spielen möchte, ist Terraforming Mars, weil ich finde das Spiel einfach nur genial. Also ist vom Feeling her macht es so viel Spaß. Es müsste dann noch so eine Erweiterungspromo geben, dass es irgendwie auf dem Mars schneit. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber wenn wir ihn genug terraformt haben, ist dies bestimmt möglich. Und ja, Terraforming Mars, ich weiß, ihr liebt es, glaube ich, bestimmt auch alle. Eins der Spiele-Highlights und hat auch den Spielepreis des Jahres gekriegt, den deutschen. Und das werden wir auch zu Weihnachten spielen, weil es einfach super viel Spaß macht. So, das sind so im Kurzen und Knappen die Spiele, die wir unter den Tannenbaum, also nicht unter den Tannenbaum, auf den Tisch bringen werden. Was unter den Tannenbaum ist, da habe ich keine Ahnung. Und da habe ich auch eine interessante Sache. Ich wollte eigentlich ein Video zu machen, aber ich glaube, ich mache das nicht. Und zwar, schenkt ihr euch zu Weihnachten Brettspiele oder nicht? Weil bei mir jetzt zum Beispiel ist das so, ich habe so viele Spiele und mit Walli und Herbert und so weiter und so fort. Da weiß man schon eigentlich gar nicht mehr, was man schenken könnte. Wie ist das bei euch? Schenkt ihr euch gegenseitig Brettspiele oder sagt ihr nein? Brettspiele kaufen wir auch so schon. Viele zu Weihnachten gibt es dann was anderes. Das würde ich auch gerne in den Kommentaren lesen mit Walli, wie ihr das so sieht. Und ja, das sind so Spiele, die wir Weihnachten spielen werden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo. Wenn ihr es denn noch nicht habt, ja, das unterstützt unseren Kanal sehr und hilft uns auch, mehr Videos zu produzieren, mehr gute Videos zu produzieren. Und ja, uns macht es einfach Spaß. Deshalb sehen wir uns einfach morgen wieder. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks.